Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Kornel. Wir sind hier wieder bei so einem kleinen Vlog-mäßigen, also ne, Facecam Kornels Welt Ding. Und ja, ich würde gerne kurz über was reden. Ich möchte eigentlich gar nicht so lange darüber reden, sondern das nur mal so. Also ich will nur kurz mal darüber sprechen. Und auf jeden Fall bin ich momentan extrem unzufrieden so mit meinem YouTube-Kanal. Und ja, ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, aber so wie das halt alles momentan ist und ja, keine Ahnung, das gefällt mir alles nicht mehr so wirklich. Und ja, das weiß ich nicht. Ich bin jedes Mal so, da, weißt du, so an meinem PC und denke mir so, ja, jetzt nehmen wir es auf, und dann denke ich mir wieder, ja, nee, habe ich keine Lust jetzt, oder du müsstest noch das und das machen, deswegen kannst du nicht aufnehmen, du müsstest noch das und das und das machen, deswegen kannst du nicht aufnehmen, du müsstest noch das und das und so weiter, ne? Ihr versteht vielleicht, was ich meine. Es ist einfach so, dass, ja, ich hatte jetzt wieder eine lange Pause. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die halt sowieso immer stört. Ich hatte, eine lange Pause. Ich hatte, viel Stress, was halt zu der Pause geführt hat. Das ist aber auch gar nicht so unbedingt, das Wichtigste. Das Problem ist halt einfach, dass ich, ja, wisst ihr, das ist halt, überall sind Berge, ja, überall sind Berge, die ich halt aufräumen muss. Nicht nur auf YouTube, aber auch auf YouTube, und das ist halt so der Punkt. Aber nicht nur auf YouTube, sondern auch im echten Leben, ne, mein Zimmer. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt, ist wieder ein bisschen dreckiger, ich hatte Besuch, aber es ist wieder ein bisschen Ordnung drin, was mich auf jeden Fall auch ein bisschen glücklicher macht. Und prinzipiell geht's mir auch echt gut momentan. Und ich habe auch Lust, noch YouTube zu machen, ja, so ist es nicht. Also das heißt jetzt nicht, dass ich aufhöre, keine Angst, aber, ja, keine Ahnung. Jedes Mal, wenn ich dann mich hinsetze und YouTube machen will, dann kommt so dieses, oh, aber du hast an jeder Ecke was zu tun, und das, damit komme ich nicht klar. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber das ist einfach eine Sache, mit der komme ich momentan nicht klar. Das war auch im echten Leben, im echten Leben so, ich hatte ja das Praktikum und hatte dann mein Zimmer, was mega unordentlich und dreckig. Und es war nicht nur dreckig, also es war jetzt nicht so, ich habe nicht gespült und nicht gewischt und so, sondern ich hatte einfach eine Unordnung in allem. Überall stand irgendwas für die Küche, weil ich habe ja keine richtige Küche, weißt du, überall stand, da stand eine Packung Reis und da eine Packung Nudeln und so. Und überall lag Kleidung und es lagen überall Bücher. So ein ganz, was ganz Dummes, aber es lagen einfach überall Bücher. Ja, in jeder Ecke lag ein Buch oder überall lagen Papier aus der Uni. Und das ist einfach, das war so unordentlich und das hat mich so genervt. Und wie gesagt, am Praktikum, das Zimmer, natürlich, ne, meine Geldsituation ist sowieso immer eine Sache, die ich mit mir rumschleppe. Mir geht zwar besser, also das mit dem Geld kriege ich auch auf die Reihe, aber es ist halt einfach eine Sache, ne, die immer so dabei ist, weil mein Leben sich ja momentan auch, das wisst ihr ja wahrscheinlich, also ich studiere, studieren ist teuer und ja, und deswegen, ne, ist es natürlich auch eine Investition, dieses Studium, und die ich halt irgendwann wieder zurückzahlen muss, ganz klar. Aber das ist halt, wie gesagt, jetzt nichts Schlimmes, aber es ist halt so das eine und das andere und das andere, und daraus ergibt sich dann so dieses Riesenganze. Und dann kamen dann noch die Hausarbeiten zu. Ich habe jetzt zwei Hausarbeiten geschrieben während des Studiums, und dann war halt so die Frage, ich hatte noch eine Hausarbeit, die ich hätte schreiben, also die ich hätte schreiben können, ja. Und das wäre aber auch wieder so mega unter Zeitdruck gewesen. Und dann habe ich halt mir überlegt, mache ich das nicht. Und ich habe ein paar Tage überlegt und bin auch immer so, nee, ich mach's nicht, okay, ich mach's, nee, ich mach's nicht, okay, ich mach's. Und dann habe ich irgendwann so den Punkt gefasst und mir gesagt, nein, ich kann das Seminar nochmal machen, das ist überhaupt gar kein Problem, das packst du hin, sind 2 Stunden,
In einer Woche gehst du hin, machst ein Referat, schreibst irgendwann anders die Hausarbeit. Der Aufwand, dieses Seminar, was ich jetzt nicht gemacht habe, nochmal zu machen, ist wirklich nicht so schlimm und kann nicht schaden, weil dann, ne, habe ich nehme ich ein anderes Thema, damit es interessanter ist, und dann habe ich sogar noch mehr gelernt als andere. Und irgendwann kam dann halt der Punkt, da habe ich mir gesagt, nein, ich mache das nicht mehr. Ich mache jetzt noch das Praktikum zu Ende, genieße diese Tage und dann räume ich auf. Und ja, ich habe das Praktikum zu Ende gemacht, habe es genossen, es war sehr schön. Und dann habe ich hier, glaube ich, 3 Tage lang von samstags bis montags aufgeräumt. Und es war wirklich dann auch so, dass man Leute einladen konnte. Und das war wirklich auch ein, wie gesagt, das ist auch noch, ich kann noch ordentlich was aufräumen, also ich bin auch da noch nicht fertig. Aber das war auch schon mal so eine, das ist eine richtige Befreiung dann. Und es tut einfach gut, ne? Du hast es dann. So, und ich habe mir halt einfach gesagt, wenn ich die Hausarbeit jetzt schreibe, dann habe ich die ganze Zeit dieses Ding, ich will mein Zimmer gerne aufräumen, weil mir das einfach wichtig war. Und das trägst du dann die ganze Zeit mit, dann hast du wieder diese 2, 3, 15 Berge und dann ist es wieder Kacke. Und deswegen habe ich mir halt einfach so die Priorität gesetzt, zack. Und ja, und jetzt fängt das Studium halt wieder an, dann wird es auch alles in Ordnung. Und ja, jetzt kommt halt so die Priorität YouTube dazu. Und ich wollte YouTube halt, also ich, ne, ich habe auch schon wieder ein bisschen was aufgenommen, die Parts kommen auch bald. Und ja. Dann, jetzt habe ich einen Faden verloren. Auf jeden Fall bin ich unzufrieden. Ich wollte gar nicht so lange labern. Ich muss mal zum Punkt kommen. Und ja, ich habe das halt so gemacht, bla bla bla, ne? Hab dann die Priorität darauf gesetzt und habe das dann halt auch so gemacht. Zack, und dann habe ich aufgeräumt, dann war ich glücklich und zufrieden, weil es halt einfach eine Erleichterung war. Und vor allen Dingen, es war halt einfach, ich habe mir gesagt, nein, ich schreibe die Hausarbeit nicht fertig. So, Punkt, Alter. Und dann war das Ding auch dann, und dann habe ich auch wirklich gesagt, so, das ist jetzt meine Entscheidung. Und ich werfe mir meine Entscheidung nicht immer vor. So, wisst ihr, damit ich einfach so, ich mache das jetzt so und ich will das so und so ist es richtig. Und ja, und das Problem ist, dann, was hat das jetzt mit YouTube zu tun? Auf YouTube, ich habe halt mich wieder hingesetzt, habe wieder eine Aufnahme gemacht, habe Mario 3D Land aufgenommen. Bin nicht ganz so zufrieden mit den Parts, aber die werdet ihr sehen. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, die kommen jetzt, vielleicht morgen, ich hoffe. Und aber ich weiß nicht, ich bin einfach unzufrieden, weil das halt einfach genauso, mein Kanal ist unordentlich, genau wie mein Zimmer. Weißt du, mein YouTube-Kanal ist mega unordentlich. Ja, und das weiß nicht nur ich, das wisst auch ihr und das jeder, der diesen Kanal trifft und sieht und entdeckt, der wird denken, wow, was ist hier los? Und das nervt mich so sehr. Das nervt mich unfassbar. Wirklich, das nervt mich. Und ich habe einfach keine Worte dafür. Und das ist aber einfach. Und dann ist halt wieder so dieser Punkt. Das ist aber so viel einfach durcheinander und so und abgebrochene Projekte. Ich kann nicht jeden, also wenn ich jetzt nur YouTube als eines nehme, dann hat YouTube so viele Berge und viele davon kann ich gar nicht wegräumen. Ich habe abgebrochene Projekte, die halt abgebrochen sind, die das Ganze durcheinander machen. Ich habe dies, ich habe das, ich habe Videos ohne Thumbnail. Ich habe die Dateien, Videodateien nicht mehr. Ich kann dafür keine Thumbnails mehr machen. Es geht nicht, ja. Es ist nicht drin. Ich mache hier so Cornels Welt Videos, weißt du? Ich laber hier jetzt rein und dann mache ich zu und lade die hoch und das ist zwar schön und gut, aber das ist halt einfach so hingekackt und hingeschissen. Also nur wenn ihr Spaß daran habt oder das interessant findet, mir zuzuhören, ist das ja schön und gut. Und ich hoffe auch, dass dieses Video euch in irgendeiner Art und Weise, ja, ein guter Zeitvertreib war. Aber ich laber in diese Kamera rein und dann mache ich gleich hier beenden. Dann gehe ich auf Video hochladen, lade das hoch, schreibe Cornels Welt. Oder dann schreibe ich als Titel Cornels Welt, wichtig, Kanal, was geht ab, was weiß ich nicht. Und dann, ja, und dann, und es ist halt einfach so ein hingekacktes Video, weißt du, geht so los, plim, haha, hallo und. Voll Scheiße und ach, keine Ahnung. Ja,
von den Lichtverhältnissen mal ganz zu schweigen. Wobei das jetzt eine Sache ist, die würde ich jetzt nicht so, so unfassbar wichtig bewerten. Aber trotzdem, es ist halt einfach, ja, das Problem ist, mein PC ist auch mega unordentlich. Das ist nochmal so eine andere Sache. Aber der ist halt auch einfach, mein PC ist langsam. Ich bräuchte einen neuen PC, das wäre. Aber ich kann es mir momentan nicht leisten. Ich habe schon, ja, ne, geht eigentlich nicht. Aber der ist halt einfach langsam. Und wenn ich dann bei Photoshop was machen will, das ist echt, dauert immer. Aber da kommen wir gleich zu. Ich muss jetzt zum Punkt kommen. Auf jeden Fall habe ich halt diese ganzen Berge. Und dann setzt du dich hin und willst was machen. Und hier drückt dir der eine Berg und da der andere und hier der dritte und überall. Und du gehst so, weißt du, ich gehe so glücklich an meinen Schreibtisch und denke mir so, yeah, und jetzt aufnehmen und dann. Oh, Scheiße, Mann, Alter, das nervt mich alles. Und das ist schwierig dann irgendwie. Weißt du, ich habe meiner Nachbarin vorhin geschrieben, ey, kann ich dein Internet anmachen? Ich würde gerne. Das habe ich nicht geschrieben, aber ich habe sie gefragt, ob ich das Internet anmachen darf. Ich würde gerne Mario Kart aufnehmen. Und dann hat sie gesagt, ja, klar, mach. Und ich habe es aber nicht angemacht und ich habe nicht Mario Kart aufgenommen. Weil ich dann einfach dachte so, aber wenn du das jetzt aufnimmst. Dann nimmst du so ein Standard-Thumbnail und das sieht kacke aus und dann ja und all solche Sachen und keine Ahnung, das ist halt einfach, das geht mir auf die Nerven alles. Ja, es ist jetzt nicht nur wegen dem Thumbnail, auch wegen anderen Dingen. Einfach so, dann ich habe es dann nicht gemacht und ich habe aber richtig Bock auf YouTube, weißt du? Ich habe so viel Bock. So, ich habe so unfassbar viel Bock, wenn ich andere Leute, andere Kanäle sehe, wie die da ihren Kanal aufbauen und weißt du, alles passt und es ist so ein schönes, stimmiges Bild, der Kanal hat eine rote Linie, dann denke ich mir immer so, boah, das ist so schön und ich möchte auch sowas kreieren, ich habe Lust und ja, aber dafür, ja, und die Ausgangsposition ist einfach eine schlechte. Weil ich halt, viele Videos am Tag. Ich habe schon viele Videos gemacht, ja, also 1500, 1600 Videos ist ja jetzt keine Nichtigkeit, ne? Also ich habe ja echt schon viel auch gemacht und ja, aber trotzdem bin ich einfach momentan echt unzufrieden. Und das würde ich gerne ändern, ja. Um das zu ändern, ja, spielen viele Dinge einfach rein, ne? Ich möchte eine Struktur auf meinem Kanal haben, ich möchte gerne schöne Thumbnails haben in irgendeiner Art und Weise. Ich muss mich jetzt mal hinsetzen. Ich muss mir Photoshop-technisch mal was auf den Kasten hauen. Da ein bisschen was lernen. Ich muss irgendwie eine Möglichkeit finden, wie ich auch für neue Sachen Thumbnails machen kann. Ich hatte zum Beispiel mal Lust, Minecraft Block Party zu spielen. Ich konnte es aber nicht machen, weil ich kann kein Thumbnail dafür machen. Weißt du, ich kann nicht einfach eine Runde aufnehmen und dann mich hinsetzen und ein Thumbnail basteln. Das geht nicht. Und das sind einfach so viele Sachen, die einfach nerven. Und ja, deswegen, das bedeutet wie gesagt nicht, dass ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise aufhöre oder so. Nur, dass ich noch ein wenig brauche, ja, was es betrifft, weil ich einfach, ich möchte Sachen ändern, ja. Und das bedeutet auch, es gibt keine 4 Videos am Tag. Das ist einfach. Das schaffe ich nicht und das ist Humbug und das geht nicht. Es werden 2 bis 3 Videos am Tag, schätze ich mal, und das ist zumindest so dann meine Vorstellung, die ich gerne verwirklichen möchte. Das bedeutet nicht, dass ich habe mal gesagt, ne, so ein Video mit jeden Tag von jedem Projekt ein Video finde ich cool und so und das wäre der perfekte Kanal. Das hat sich gar nicht so sehr geändert, aber. Es haben sich einfach so ein paar praktische Dinge geändert, die dann einfach, wo ich sagen muss, als einzelner Mensch kannst du so einen Kanal gar nicht so laufen lassen, wahrscheinlich in der Vorstellung, wie du das gerne hättest. Und du musst dich halt auch einfach dem anpassen, was du kannst. Und das tue ich ja auch nicht, weil ich möchte gerne etwas haben, was ich nicht kann. Und ich will es aber trotzdem irgendwie schaffen. Deswegen. Wenn da draußen Leute sind, die sich mit Photoshop richtig, richtig gut auskennen, ja. Ich habe einen Dexter, aber ein Dexter hat sowieso auch einfach viel zu tun, ja. Den kann ich nicht immer nerven. Und wenn da draußen jemand ist, der sich richtig gut mit Photoshop auskennt, dann kann der sich gerne mal bei mir melden.
Aber ich sage das, das ist jetzt nicht böse gemeint. Aber ich brauche da dann auch wirklich jemanden, der sich richtig gut auskennt, der so Sachen macht, wie zum Beispiel Dexter. Ja, also so, wenn ihr, das ist jetzt natürlich immer eine doofe Referenz, aber Dexter macht richtig gute Sachen und hat richtig gut Ahnung und ja, an so einen werde ich wahrscheinlich jetzt hier auch nicht durch einen Aufruf kommen, von daher. Also, ne, wenn einer richtig was auf dem Kasten hat, kann er sich gerne mal melden, wenn er Lust hat. Und dann schauen wir mal. Ich überlege sonst noch viele Dinge und ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich will euch eigentlich auch nur sagen, dass es, also es geht auch weiter. Ne? Super Mario 3D Land habe ich, wie gesagt, auch wieder was aufgenommen. Kommt jetzt auch wieder, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Ich denke auch, dass ich immer so ein Projekt laufen haben will, wie Super Mario 3D Land jetzt zum Beispiel oder dann halt was anderes. So ein Nintendo-Projekt von Folge 1 bis Folge 50. Weißt du, so ein tägliches Blablabla-Projekt. Sowas will ich immer laufen haben. Aber mir gefällt dieses Hinklatschen nicht mehr. Weißt du, ich nehme ein Video auf. Kurz es aus, lade es hoch, momentan ohne Thumbnail. Wenn ich Thumbnails habe, sind die auch meistens irgendwie kacke und immer die gleichen und so. Wisst ihr, ich will einfach, dass es, wenn ich ein Video hochlade, soll es gut sein, von Anfang bis zum Ende und ja, deswegen, keine Ahnung. Wenn ihr euch mit Videobearbeitung auskennt, könntet ihr euch auch mal melden, aber wie gesagt, nur wenn ihr wirklich was auf dem Kasten habt, sonst lasst es dann. Probiere ich es durch Tutorials oder so einfach alles selber mir reinzugeben, wobei ja das halt einfach ja auch schwierig wird. Aber egal, ich kann mich Sonntag hier verbarrikadieren und dann kaufe ich mir von mir aus auch einfach 50 Tonnen Schokobons, Alter, und dann packe ich mich hier einen Tag hin und sterbe und trinke Bier und Schnaps und gucke mir 24 Stunden lang Photoshop-Tutorials an und versuche da irgendwie nicht verrückt zu werden. Ja, das mit den Schokobons, Bier und Schnaps war jetzt ein rhetorisches Mittel der Übertreibung, ja. Danke. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich bin einfach unzufrieden. Ich, weißt du, wenn ich mir ein Video angucke, die Leute machen sich alle voll, was heißt voll viel, aber die Leute machen sich Arbeit und machen voll gute Videos. Das Video vom Goat Simulator von Dexter war einfach so cool, ja, und ein richtig gutes Video. Und aber das war jetzt auch so eine Art Montage, ne? Also es ist jetzt nichts unbedingt, was ich jetzt so, beziehungsweise, ja, keine Ahnung, ach, keine, ich weiß es nicht. Es ist einfach. Ich muss mich da nochmal ein bisschen finden irgendwie und vor allen Dingen, ich muss eine Art und Weise finden, wie ich Thumbnails machen kann, auch selber und ich muss eine Art und Weise finden, wie ich, ja, vieles einfach machen kann. Keine Ahnung. Weißt du, so ein bisschen mein Kanal, ja, und deswegen wird es wahrscheinlich jetzt bald irgendwann mal einen Cut auf meinem Kanal geben, wo ich dann sage, und jetzt schließen wir den Kreis wieder hin zum unordentlichen Zimmer, von dem ich euch berichtet habe. All das, was jetzt auf meinem Kanal war, möchte ich hinter mir lassen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mir einen neuen Kanal mache, weil das finde ich kacke. Aber ich möchte so einen Schnitt setzen und sagen, so altes YouTube von mir und neues YouTube kommt. Und ich will einfach so diesen Cut setzen und dann ist alles Alte weg. So, dann sind da Videos und ein Thumbnail. Scheiß drauf. Dann sind da die Playlisten, aktualisiere ich vielleicht noch, aber dann sind da halt einfach, weißt du, sind da Kackvideos und dies und das und jenes, fertig, aus, Ende. Und dann kommt halt dieses Bam und dann gibt es halt keine Cornets-Welt mehr, die unbearbeitet scheiße und so nach oben kommen. Ja, dann gibt es die halt bearbeitet, Alter, wie bei einem Dexter zum Beispiel oder bei ganz vielen anderen, ja, ich nenne Dexter jetzt nur, weil ich ihm gerade geschrieben habe, dass ich ihn ficken möchte. Es ist einfach, versteht ihr?
Es ist schwierig für mich, das in Worte zu fassen. Weil, keine Ahnung, es ist halt. Ich möchte gerne einen schönen Kanal haben, der ansehnlich ist. Und das ist ja einfach nicht. Und ja, keine Ahnung. Ich bin einfach unzufrieden und ich möchte das gerne besser haben. Ja. Falls hier jemand ist, der Intros kann, würde ich mich auch freuen über einen Austausch. Aber so, Intro ist vielleicht nicht das richtige Wort, wobei doch, aber eigentlich hätte ich gerne kein Intro. Ich fände es aber schon cool, wenn das Video in irgendeiner Art und Weise besser startet, wie Hallo und herzlich willkommen. Versteht mich nicht falsch. Aber ich finde zum Beispiel so, viele YouTuber haben ein 8-Sekunden-Intro. Finde ich persönlich viel zu lang. Finde ich oft nervig und so. Ich fände richtig, richtig geil so ein, das hört sich dumm an, aber so ein 2, 2,5, 3-Sekunden-Ding, was so und los geht's. Irgendwie, das war jetzt natürlich, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, ich bin so ein Cartoon nicht unbedingt, aber ich bin so ein Zeichentrick-Fan, weißt du, so ein träumerischer Zeichentrick-Fan. Keine Ahnung, Disneys große Pause, Duck hier, düdüp, düdüp. Sowas finde ich richtig cool. Und ich würde mir so ein richtig chilliges, zeichentrickmäßiges Intro, jetzt nicht vom Stil her, wie das Intro sein soll, sondern von der Atmosphäre wünschen. Weißt du, so ein locker, leichtes Ding, was halt einfach nur so die ersten 2, 3 Sekunden puff, so rein, einfach nur da ist und dann geht's halt los mit irgendeiner. Oder was sich über den Anfang legt und dann halt einfach das Video. Weißt du, das Video startet ganz normal, aber über den Anfang ist halt kurz was draufgelegt. Sowas fände ich vor allen Dingen für Cornets Welt ganz cool, weil einfach das ist halt auch ein Format. Ich packe eine Cornets Welt eh nicht in der Playlist. Ja, Intros sind vor allen Dingen für Playlist-Gucker scheiße. Eine Cornets Welt guckt man nicht in der Playlist. Ja, und da könnte man zum Beispiel sowas reinpacken. So, und wie gesagt, ich kacke diese Videos hier hin und das geht mir auf die Nerven und ja, ich möchte das gerne anders haben. So, ich wollte das kurz halten, wirklich. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin jetzt eine Runde spazieren, gucke dann Bayern. Vielleicht habe ich schon ein paar Kommentare, wenn ich vom Spazieren wiederkomme. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch sinnvoll zu diesem Video äußert, in irgendeiner Art und Weise. Ich würde mich über Positives Feedback freuen. So Kommentare wie, ja, das hat man voll gemerkt und bla. Ne, kannst du mir auch den Pupu lutschen. Ich würde mich einfach freuen über Kommentare, die mich da irgendwie, ja, was ihr davon haltet, was ihr darüber denkt, ob ihr das nachvollziehen könnt in irgendeiner Art und Weise. Und ja, ich bin dann jetzt, ne? Und danke. Tschüss.